Guten Tag, lieber Zuschauer. Bin ich Viktor Skripnik, Ex-Profi von Werder Bremen. Jetzt bin ich Trainer von U17, Leistungszentrum Werder Bremen. Möchten Sie was bisschen mehr hören oder mehr wissen? Bleiben Sie bitte dran. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Werder Sportline. Wir haben viel im Programm. Wir haben einen tollen Studiogast. Hier erstmal unsere Übersicht. Zu unserem Studiogast, meine Damen und Herren. Er ist ein Fußballer, der den Bremer Fans ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist. Er war sowas wie Kult. Gerade heute vermisst man ihn auf seiner Position wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schmerzlich. Er ist Linksfuß. Er war einer der besten Linksverteidiger bei Werder Bremen. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Viktor Skripnik. Danke. Victor, wie geht's Ihnen? Ja, geht. Langsam geht natürlich. Und geht's gut? Fußball ist das so ein Leben, dass wenn du immer was mit Fußball beschäftigst, das schon natürlich gut bei dir, alles klar. Ja, das ist prima. Gesundheitlich alles im Lack, soweit. Ja. Wenn Sie heute die Werder-Spiele sehen und so mal auf Ihre alte Position schauen, juckt es Ihnen manchmal an den Füßen? Ja, natürlich hörst du das im Stadion, so viel Kritik von den Zuschauern, von Fans oder noch was, oder hörst du ein paar Mal, dass Viktor kommt zurück oder noch was. Natürlich, das macht Spaß, aber wie gesagt, Fußball, das ist nicht nur optimale Abläufe. Ja? Es gibt so eine schwere Zeit oder schwere Tage oder läuft nicht optimal und so. Also müssen wir einfach akzeptiert und nur mit Hoffnung und Walter beobachtet unsere Mannschaft. Viktor, wie ist das alles bei Ihnen losgegangen? Wie sind Sie damals zum Fußball gekommen? Zum Fußball, das ist einfach Ukraine, Russland, das ist natürlich ganz bekannt, das Straßenfußball und dann genauso, das bei mir passiert. Wir haben meine, ich glaube, große Wohnung, dass so viele junge Leute, das haben wir einen riesen Platz und wenn hat Ball geht rüber, natürlich nach der Schule kicken wir Fußball. Und dann irgendwann unsere Trainer, meine erste Trainer, einfach mit Fahrrad fahren und dann der hat gesehen uns und hat zum gleich erkannt, dass sie Talent haben? Ich glaube nicht. Das einfach, er sieht, dass es gleich Jahre so junge Leute trainiert und er hat einfach gesagt, 6 oder 7 Spieler sofort verpflichtet zu seiner Mannschaft. Und wir haben natürlich Spaß, weil kriegst du das schon ein bisschen, welche T-Shirt oder noch was. Klar. Und trainierst du schon mit Rasenplatz ein bisschen was und dann natürlich schon, und dann geht's. Das war, ich glaube, 2. Klasse oder 1. Klasse. Oh. Ja, und dann. Wenn du kriegst du schon Termine zum Fußball, gehst du musst zum Training, das schon war, du bist schon war stolz. Also ja, klar. Du gehörst zu meiner Mannschaft und du hast Termin morgen oder heute, 16 Uhr, glaube ich. Und dann langsam, ja, ich kann nicht sagen, dass ich war überragend Spieler oder noch was. Nur ich habe jedes Mal zu meinen Jungs auch gesagt, dass jeder kriegt seine Chance, musst du einfach bereit zu sein. Mhm. Ich war früher immer Stürmer, linke Fuß, Stürmer, Captain und dann irgendwann haben wir schon im Internat, meine Stadt, wir haben gegen Amateurmannschaft gespielt, unsere Profi damals. Und mein Trainer hat mir gebeten, Viktor, spiel bitte linke Seite hinten, weil wir haben einen Spieler verletzt sich oder noch was. Mhm. Also, und dann natürlich bin ich enttäuscht und ich möchte sich präsentiert. Ja, wer will nicht Stürmer spielen? Genau. Ich möchte die Tore machen. Ja, so. Klar. Aber ich habe ein gutes Spiel angeliefert und ich habe ein Angebot gekriegt von meiner damaligen Amateurmannschaft und dann, ich glaube, ein halbes Jahr später sofort Profibereich und dann Nationalmannschaft, schon damalige SSR, Sergei Kiriakov, Viktor Anopka, Sergei Juran, das die Jungs, mit denen ich habe noch für SSR gespielt. Viktor, Sie haben ja einige Jahre dann für Bremen gespielt. Haben Sie so, was war Ihr schönstes Erlebnis oder Ihr wichtigstes Spiel? Oder ich sag mal, klar, die meisten sagen, ja klar, die Meisterschaft, das Double, diese 500.000 oder mehr Leute, die Menschen. Ja, das ist natürlich 2004, das ist was Besonderes natürlich. Dann erste Jahr meine, wo das einfach du lernst und kennenlernst und dieses Stadion, diese Atmosphäre und so. Das auch für mich war großartig. Ja.
Natürlich, die, also jeder Arbeit mit jeder Training, das auch war. Kannst du erinnern, eine gute Sache, eine schlechte Sache. Also, und dann natürlich die gute Freunde, wo hast du gewonnen und so. Das, wenn du behaltest, du, nachdem jedes Jahr speicherst du ein paar Nummer in seine Telefon, das ist schon ein Jahr nicht so umsonst vorbei. Also ja. Das schon, ich habe bis heute telefoniert mit mehreren Leuten, mit wem habe ich früher Fußball gespielt. Ja, gerade, ich glaube, dass das eine schöne Sache ist. Ne? Sie sind das ist jung. Fußball ist so ein Geschäft, wo kannst du sehr bekannte Leute kennenlernen. Und, ja. Und jetzt gerade gegen HSV haben wir meine Mannschaft gespielt. Jens Todt war da. Ach, guck. Ja, er ist Chef für die Jugendleistung. Ja. Wir haben auch unterhalten. Nicht nur ab heutiger Zeit. Wir haben Irin in Belgien was. Also das macht genauso das Rodolfo Cardoso. Ich habe mit ihm damals. Ist er in Hamburg noch? Ja, doch. Ein Juniorentrainer. Ah, ja. Er spielt gegen Mirko Vatava, diese Liga. Sag los. Also das schon. Wusste ich. Und das natürlich kannst du erinnern, unendlich, also ja, diese gute Sache. Ja. Sicher. Sie sind dann irgendwann richtig Kult geworden. Sie hatten Kultstatus bei den Bremer Fans. Der Beckham der Ukraine. Hat Ihnen das so, hat, war das eher, ja, das war ja lieb gemeint, ne? Der Beckham der Ukraine. Aber das war angenehm, ehrlich sein. Ja. Und ich bin nicht so ein Typ, dass ich sage, ja, das stört mich oder noch was. Oder ich mache gerne Autogramme, wenn über einen Mann schreibt eine gute Sache und warum sollst du das ein bisschen eine Dame sein? Oder? Ja, ja, ja. Das gefällt mir und natürlich, das freut mich. Aber wie gesagt, ich habe das nicht selber gemacht. Ich weiß nicht, warum das so. Vielleicht ich habe ein bisschen mehr Flanke gemacht oder noch was. Aber wenn Zuschauer oder die Fans schreiben das und das schon. Sie waren immer technisch versierter Fußballer. Also die Technik war ihre starke Seite. Ja, kann man auch so sein. Aber Beckham, das war natürlich, er ist König für Standardsituationen damals. Ja. Und natürlich, er ist so ein Schauspieler, so kannst du auch sagen. Ja, das ist wie Showman. Glamourman. Ja. Genau. Aber ich glaube, dass ich nicht mit dieser Sache zu tun habe. Nee, ich glaube nur, dass über die Flanke oder Laufwehe vielleicht, aber wie gesagt, das ist, wenn die Zuschauer sagen, so, das ist schon. Wer ist denn damals zu Ihnen gegangen und gesagt, so Victor, jetzt schießt du Elfmeter? Ja, das war Geschichte natürlich schon ganz bekannt und damals, ich habe schon erzählt, dass wir haben gegen eine deutsche Mannschaft gespielt, Nationalmannschaft, Mittwoch haben wir verloren und so und dann spielst du die nächsten drei Tage Samstag gegen Bayern und dann, ich glaube, Andi Herzog war Nummer 1, aber er war auf der Bank. Ja. Toni Altan Nummer 2 und ich war Nummer 3. Und Toni Altan hat, ich weiß nicht, oder Schuhe kaputt. Oder, aber vielleicht ein bisschen nicht so gut gefühlt sie. Ja. Und dann einfach, ich glaube, Thorsten Frin sagte: Victor, komm, nimm Ball und so, du bist Nummer 3, mach. Dann, ich habe schon erzählt, dass Fußball. Und dann gegen Oli Kahn, ne? Oli Kahn, natürlich, jeder Schießer das sagt, das Tor ist zu klein, Torwart ist zu groß. Und genauso Torwart kann auch andersrum sein. Ja. Kann sein, das steht nicht 11 Meter, jetzt steht nur 8 Meter. Und für meine Tor ist zu groß. Also, das ist so, das einfach im Fußball. Ja. Und dann Augen zu und drauf, auf die Mitte. Augen zu und einfach. Muss sein. Ja. Musste rein. Der musste dann auch rein. Genau. Und dann letztes Spiel schon, ich ganz mutig, geht zum Elfmeterpunkt. Und ich glaube, gegen Schalke haben wir. Auch noch. Ja. Im Helsenkirchen haben wir noch 4-1 gewonnen. Und, und dann habe ich 6 oder 7 gemacht. Das war dann richtig Kult. Richtig, ja. Und dann natürlich kommt so ein Typ wie Toni Altan und sagt mir, ich habe 16 gemacht und jetzt, wenn ich vergleiche mit 7 deine Elfmeter, das wird schon, ich bin schon Torschusskönig. Also so ein Motto. Naja, wir haben darüber gelacht. Aber ab nächster Saison hat schon Toni gemacht. Das, ich habe nichts dagegen. Stürmer soll die Tore machen.